Weißt du, ob du dir das Leasing eigentlich leisten kannst? Wenn du ein Leasing beantragst, wird die Bank zuerst nach deinen finanziellen Daten fragen. Das ist für dich, der Konsument, da, damit du dich nicht verschuldest. Denn gemäss Artikel 3 im UWG ist es verboten, einen Kredit auszustellen, wenn das zu der Überschuldung vom Konsument führt. Aber wie tust du jetzt dein Leasingbudget ausrechnen? Ist eigentlich ganz einfach. Du nimmst deinen Lohn und tust all deine Ausgaben davon abziehen und das, was übrig bleibt, kannst du für das Leasing ausgeben. Das heisst, dein Nettolohn nach den Steuern minus Krankenkasse, Krankenkasse von Leuten, die du unterstützt, zum Beispiel Kind oder Partner, Wohnkosten inklusive Nebenkosten, Arbeitskosten, das heisst alles, was du kaufen musst, damit du deine Arbeit beim Arbeitgeber ausführen kannst, weitere Kredit oder Leasing, die du offen hast, Ausbildungskosten, das heisst, wenn du noch eine weitere Ausbildung machst, eine Weiterbildung, Universität und dann schlussendlich Lebenserhaltungskosten und alles, was sonst noch übrig bleibt, sei das Handy-Abo, Netflix, Internet, was auch immer. Das sind schon einige Kosten, die man dort zusammen hat. Und jetzt das, was am Schluss übrig bleibt, empfiehlt sich auch nicht völlig auszureizen für das Leasing. Sag mir, du hast noch 1000 Franken übrig. Dann ist es vielleicht besser, für 700 Franken das Leasing abzuschließen, damit du pro Monat immer noch ein bisschen etwas Spatzig hast, sollte es Notfall geben. Deshalb ist es wichtig, dass du weißt, wie viel du für das Leasing kannst ausgeben kannst.